Und nun kommen wir zum inhaltlichen Teil. Wir sind jetzt schön in der Zeit und können uns deswegen genügend Ruhe gönnen. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen jetzt unseren Festredner vorstellen kann. Professor Dr. Heinz Schott aus dem Institut für Geschichte der Medizin der Universität Bonn ist einer der renommiertesten deutschen Medizinhistoriker, kann ich glaube ich sagen, ohne dass Sie rot werden müssen. Ne? Das ist schon so. Ich verdanke diesen Hinweis auch unserem Institutsbeirat. Wir haben den Vertreter hier, Professor Dr. Eckensberger, sitzt hier ganz bescheiden am Eck. Die haben mir damals gesagt, wenn ihr sowas machen wollt, was das Institut etwas auch in die medizinisch-wissenschaftliche Richtung stellt, dann holt doch mal bei diesem Symposium jemand her, der wirklich richtig bekannt ist. Und so sind wir auf den Herrn Professor Schott gestoßen, den ich schon aus früherer Zeit kenne. Er ist ein Fachmann und ein Kenner der Medizin des 19. Jahrhunderts und des Hypnotismus, so kenne ich ihn, der ganzen Tradition, als sich die Hypnose entwickelt hat. Und wir haben ihm die nicht ganz leichte Aufgabe gestellt, aus Virchow und aus der Medizin dieser Zeit etwas zu entwickeln, was für uns heute von Bedeutung ist. Und deswegen freue ich mich, Herr Professor Schott, dass Sie die Einladung angenommen haben und uns etwas über die Frage sagen können, hoffen wir, was Virchow uns heute zu sagen hat. Bitte schön. Verehrter Jubilar, lieber Herr André, Herr Dekan, Spektabilität sagt man in Bonn, hochansehnliche Festversammlung. Ich bedanke mich zunächst mal für die Einladung und auch für die freundliche Einführung und möchte vielleicht vorab zwei, drei kleine persönliche Anmerkungen machen. Ich glaube, wir haben uns selten gesehen, aber einmal doch im Bayerischen, im Annex, habe ich sehr gut in Erinnerung. Und Herr Wallach ist mir natürlich aus meiner Freiburger Zeit schon bekannt. Und Herr Knebelkamp, Sie haben wieder das innere Bild meines Arbeitszimmers in mir wachgerufen, in dem ich 9 Jahre von 78 bis 87 gehaust habe, Pfeife rauchen, sodass die Schwaden durch die Ritzen zogen und andere Leute zur Verzweiflung waren. Und in diesem Zimmer, erinnern Sie sich auch noch, war ein Schrank, in dem hatte ein Paläopathologe die Reste seiner Grabungen gelassen, also Schädel, Knochen und so weiter. Und haben Sie nochmal sozusagen in mir evoziert. Ja, es ist mir eine große Freude und Ehre, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Die Organisatoren haben mir, Herr Wallach, vor allen Dingen diese anspruchsvolle Aufgabe gestellt, denn die thematische Frage, was können wir in unserer heutigen Situation von Virchow lernen, wirft eine Reihe von Einzelfragen auf. Erstens, was sind wir oder wer sind wir? Dann, was ist unsere heutige Situation? Drittens, wer ist eigentlich Virchow? Und viertens, was können wir von ihm lernen? Ich möchte das Thema auf meine bescheidenen Möglichkeiten sozusagen herunterbrechen. Ich kann nur von mir als einem Medizinhistoriker sprechen, der in seinen Vorlesungen Rudolf Virchow zwar regelmäßig erwähnt, sein Werk und seine Wirkung aber bisher nicht gründlich zur Kenntnis genommen hat. So kann ich Ihnen nur bruchstückhaft sozusagen einen Annäherungsversuch hier vorstellen. Und vielleicht darf ich zur Aussprache noch Folgendes sagen. Ich werde Virchow sagen, obwohl ich weiß, dass man eigentlich Virchow sagen müsste. Ich bin aber sehr sicher, dass wenn ich jetzt Virchow sagen würde, das ganz komisch klänge und ich das nicht durchhalten würde. Deshalb bitte ich, mir nachzusehen, wenn ich Virchow sage. Es ist nun ein glücklicher Zufall, dass mein medizinischer Doktorvater Wolfgang Jakob, den ich als junger Medizinstudent 1966 in Heidelberg kennengelernt habe, just zur selben Zeit seine Habilitationsschrift publizierte. Sie trug den komplexen Titel Medizinische Anthropologie im 19. Jahrhundert, Mensch, Natur, Gesellschaft, Beitrag zu einer theoretischen Pathologie,
zur Geistesgeschichte der sozialen Medizin und allgemeinen Krankheitslehre Virchows. So dieser Titel. Jakob war ein Schüler Viktor von Weizsäckers und nach beruflichen Schwierigkeiten schließlich am Pathologischen Institut unter Leitung von Wilhelm Dörr gelandet, einem im goetheschen Sinne humanistisch gebildeten Forscher. Dort leitete Jakob mit dem Segen des Institutsdirektors die Abteilung für Dokumentation, soziale und historische Pathologie. Soziale und historische Pathologie, ich glaube, das war einmalig in Deutschland damals. Diese Bezeichnung lässt den direkten Bezug auf Virchow erkennen. In diesem Heidelberger Ambiente des 68er Umbruchs begegnete mir also zum ersten Mal der Name Virchows als leuchtendes Beispiel einer Sozialmedizin. Ich möchte bei meinen Überlegungen in 5 Schritten vorgehen. Erstens, die Zellen als vitale Elemente, das naturphilosophische Erbe. Virchow wird in der deutschen Wikipedia als Gründer der modernen Pathologie, als Vertreter einer streng naturwissenschaftlich und sozial orientierten Medizin bezeichnet. Die englische Wikipedia drückt dies ziemlich pathetisch folgendermaßen aus: He is known as the father of modern pathology because his work helped to discredit humorism, bringing more science to medicine. Bringing more science to medicine. Doch wir werden sehen, dass Virchow keineswegs der dogmatische Naturwissenschaftler im Sinne von Materialismus und Positivismus war und dass die Zellularpathologie keineswegs naturphilosophisches Denken ausschloss. Ganz im Gegenteil. Genauso wenig wie Newton der naturwissenschaftliche Revolutionär par excellence war, zu dem man ihn bis heute stilisiert hat, der Okkultismus und Magie der frühneuzeitlichen Naturforschung radikal hinter sich gelassen hätte und gereinigt hätte. Genauso wenig war Virchow der Vollstrecker der naturwissenschaftlichen Revolution in der Medizin des 19. Jahrhunderts, der mit seiner Zellularpathologie die wissenschaftliche Medizin von aller spekulativen Naturphilosophie und Anthropologie gereinigt und ihr damit das Tor zum Fortschritt geöffnet hätte. Aber genau diese Sichtweise ist auch heute noch vielfach vorhanden. So sprach der Erlanger Pathologe Volker Becker erst vor einigen Jahren im Hinblick auf Virchow vom Einbruch der Naturwissenschaften in die Medizin. Einbruch der Naturwissenschaften. Zitat: Virchow leitete das neue Paradigma der wissenschaftlichen Medizin ein. In dieser Perspektive wollte Becker die gesamte Geschichte der Medizin auf 2 sogenannte Paradigmawechsel eindampfen, würde ich sagen. Erstens den anatomischen Paradigmawechsel, wie er schreibt, durch Vessal einschließlich Descartes. Und zweitens den naturwissenschaftlichen Paradigmawechsel durch Virchow. Dieser habe die Krankheitsauffassung aus der Zeit der Scholastik, des Paracelsus, der Iatrochemiker, der Naturphilosophie ersetzt. Und Schluss von Becker, sein Verdikt lautet: Heute kann man die Medizin vor der naturwissenschaftlichen Ära gar nicht mehr als eine Wissenschaft erkennen und anerkennen. Mit anderen Worten, vor Virchow ist keine Wissenschaft. Vor allem Walter Pagel hat sich gegen diese Verklärung Virchows als Revolutionär der naturwissenschaftlichen Medizin aufgelehnt. Pagel hatte sich 1930 in Heidelberg für die Fächer pathologische Anatomie und Geschichte der Medizin habilitiert und musste bereits 1933 wegen seiner jüdischen Abstammung mit seiner Familie emigrieren. Seine Antrittsvorlesung, die er am 31. Oktober 1930 in Heidelberg hielt, hatte den Titel Virchow und die Grundlagen der Medizin des 19. Jahrhunderts. Sie stellt für mich ein einzigartiges Zeugnis der ideengeschichtlichen Einordnung Virchows dar, denn Pagel, der damals schon das Werk des Paracelsus und Johann Baptista von Helmont sozusagen im Hinterkopf hatte, hat er dann später große Studien darüber veröffentlicht, und der somit von der frühen Neuzeit her die Besonderheit der romantischen Naturphilosophie begreifen konnte, beleuchtete nun Virchow in einer Weise, die dem positivistischen Fortschrittsdenken in der Medizingeschichtsschreibung widersprach. Ich finde diesen Pagel außerordentlich, vor allem in seiner Paracelsus-Studie. Zitat:
Es wird gern verkannt, wie groß die Ausbeute dieser spiritualistischen Epochen, gemeint ist Paracelsus von Helmund, an wirklichen Neuentdeckungen auf medizinischem Gebiet war. Man sieht hier, dass philosophische Spekulation und die unbescheidene Erhebung des Anspruchs auf ein System keineswegs den empirischen induktiven Fortschritt hemmt. Im Gegenteil. Pagel stellte die These auf, dass Virchow nicht an die naturwissenschaftliche Glanzepoche der Medizin am Ende des 18. Jahrhunderts, insbesondere die der pathologischen Anatomie in Frankreich, unmittelbar anschließt, sondern vielmehr an die romantische Naturphilosophie. Und er gab zu bedenken, Zitat, die romantische Medizin belastet zu sehen durch einen Schaden, den sie dem Fortschritt zugefügt habe, ist eine unangemessene Geschichtsbetrachtung, deren tatsächliche Berechtigung nicht bewiesen ist. Pagel verwies auf den ontologischen Krankheitsbegriff des Paracelsus, das heißt dessen Idee des Krankheitssamens, die unter anderem noch für die naturhistorische Schule Schönleins und die rationelle Pathologie Haenles grundlegend gewesen sei, und stellte fest, die grundsätzliche Wendung der Medizin von der Naturphilosophie über die Naturgeschichte zur Naturwissenschaft fand Virchow bereits vor. In seinem Werk war jedoch von Anfang an ein universales Streben, so sagt Pagel, unverkennbar. Nun, Virchow schrieb selbst dann 1849, er habe weder am Leichentisch oder hinter dem Mikroskop noch am Krankenbett oder im öffentlichen Leben über der Mannigfaltigkeit des Einzelnen das Streben nach höchsten einheitlichen Prinzipien vergessen. Und er fügte hinzu, niemals werde er in die Lage kommen, den Satz von der Einheit des menschlichen Wesens und seine Konsequenzen zu verleugnen. Diese lokalistisch, also vom speziellen Ort her gedachte Einheit war zunächst die Einheit der Einzelzelle, dann aber auch die Einheit des Organismus als Zellenstaat. Es ging aber noch um eine andere Einheit, nämlich die des Normalen und Pathischen, eine Einheit aber auch aller Erkrankungen untereinander, die nunmehr letztlich ja auf die Veränderung der Zelle zu beziehen sind. Virchow verwandte sogar den Schlüsselbegriff des Vitalismus in einem ganz spezifischen Sinn. Zitat, eine Zelle überträgt die Bewegung des Lebens auf die andere und die Kraft dieser Bewegung, die möglicherweise ja ziemlich wahrscheinlich eine sehr zusammengesetzte ist, nenne ich Lebenskraft. Also genau den Begriff, der so verpönt war, wird hier von Virchow ganz spezifisch eingesetzt. In der programmatischen Schrift Alter und neuer Vitalismus griff Virchow explizit auf Paracelsus zurück. Zitat, so ist uns die Zelle allerdings die ontologische Form des Lebens, gewissermaßen die Person des Lebens im Gesunden wie im Kranken. Und wenn Paracelsus vorahnend von einem Leib der Krankheit gesprochen hat, so können wir jetzt sagen, die Zelle sei dieser Leib. Zitat Ende. Die Idee, dass jeder Teil des Organismus die materiellen und dynamischen Faktoren des Lebensprozesses in sich trägt und demnach sein Leben und die Quelle seines Lebens aus und in sich selbst hat, diese von Paracelsus und von Van Helmont geprägte Idee wurde von den romantischen Ärzten und Naturforschern aufgegriffen. Nun, Paracelsus hat den Begriff der Mumia und Van Helmont Archeus und so weiter, das will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Sie transformierten die Naturphilosophie in eine physiologisch verstandene Lebensphilosophie, der wir nun in Virchows Zellenlehre wieder begegnet, oder wie Pagel es ausdrückte, Zitat, in Virchow gipfelt das 19. Jahrhundert, denn in seiner Lehre sind naturphilosophische Elemente mit exakt induktiver Naturforschung zu einer neuen großartigen und zeitlos werthaften Synthese verschmolzen. Also ist eben keine Naturphilosophie und induktive Naturforschung sind kein Gegensatz, sondern sind hier zusammen zu denken. Gleich noch ein Wort zu Pagel. Er hat diese Idee mehr als vier Jahrzehnte später noch einmal in einem großen Artikel zusammengefasst und diesen Artikel Wilhelm Dörr gewidmet zum 60. Geburtstag. Ich habe das gerade, muss ich gestehen, vor wenigen Tagen nochmal mir angeschaut.
Kommen wir jetzt aber auf die thematische Frage zurück. Was können wir in diesem Kontext von Virchow lernen? Nun, zunächst einmal, dass sich Naturphilosophie und Naturwissenschaft keineswegs ausschließen müssen, sondern im Gegenteil letztlich sogar in einer bestimmten wissenschaftlichen Einstellung miteinander verschmelzen können. Virchows bewusste Rückbesinnung auf wissenschaftliche Vorgänge, von Paracelsus bis hin zu seinem Lehrer Johannes Müller, führte eben nicht dazu, mit diesen zu brechen, sondern ihre Anschauungen zu würdigen und in zeitgemäße Forschungsstrategien umzumünzen. Bei aller Spezialisierung und Detailforschung wollte Virchow in jedem Augenblick das Ganze, die Einheit des Lebens auf verschiedenen Ebenen im Blick behalten und immer wieder nach dem fragen, was die Welt, was das menschliche Leben im Innersten zusammenhält. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir in der heutigen Wissenschaft allzu leicht alles vergessen, was vorher war und eigentlich nicht uns mehr mit den Vorgängern, Vorläufern ernsthaft auseinandersetzen. Was wir zudem von Virchow lernen können, ist der kreative Umgang mit bestimmten wissenschaftshistorischen Konzepten, die als zündende Ideen aufgenommen und zugleich für gegenwärtige Fragestellungen und aktuelle Forschungsstrategien genutzt werden. Das erinnert an Sigmund Freud, dessen größte Leistung bestand vielleicht darin, die aus der Antike stammende und in der Romantik verfeinerte Idee, dass Träume einen Sinn haben und unser Leben von einer verborgenen, unbewussten Schuld imprägniert ist, als Nervenarzt in den Kontext der damaligen Universitätsmedizin eingebracht zu haben. Und Freud ist viel mehr Romantiker, als ich das bisher herumgesprochen habe. Er hat eben auch alte Konzepte nicht einfach ad acta gelegt, sondern umgemodelt. Und ich sehe hier, und ich komme natürlich von der Freud-Forschung mehr als von der Virchow-Forschung, etwas Ähnliches gemacht. Nun, merkwürdigerweise taucht in der Literatur zu Virchow Sigmund Freuds Name nicht auf, wie auch umgekehrt in der psychoanalytischen Literatur Virchow keine Rolle spielt, soweit ich sehe. Nun, Virchow konnte von Freud schon aufgrund des Lebensalters kaum Kenntnis genommen haben, aber umgekehrt hätte man annehmen können, dass Freud über Virchow einiges zur Kenntnis nimmt. Ich habe eine einzige Stelle in den 17 Bänden gefunden, Sie kennen die Stelle, André, über die Fehlleistungen, wo gar nichts über Virchow im Grunde gesagt wird, sondern wo erläutert wird, wie einer sich bei Virchow selber vorstellt, Virchow, und Virchow dann sagt, heißen Sie auch Virchow? Und dann erklärt wird, dass wohl hier der Ehrgeiz und die Identifikation und so weiter im Spiel. Das ist die einzige Stelle, nicht? Merkwürdigerweise. Und warum ist das so? Warum ist in der Virchow-Literatur, in der analytischen Literatur eigentlich gar kein Querverweis zu finden? Ich meine, das hat wohl den einfachen Grund darin, dass man die jeweilige Vorgeschichte ignoriert, die in einer gemeinsamen Ideengeschichte, vor allem in der Naturphilosophie, verankert ist. Mein Doktorvater Wolfgang Jakob macht hier vielleicht eine Ausnahme und er schlug am Ende seiner Habilitationsschrift, die ich erwähnt habe, den Bogen von Virchow zu Freud, wobei er in der medizinischen Anthropologie der sogenannten Heidelberger Schule, insbesondere Ludolf von Krehl und Victor von Weizsäcker, Virchows Maxime vom Menschen als einheitlichem Wesen aufgehoben sah. Also sonst gibt es kaum Querverweise. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Körper als gesellschaftliche Einheit. Der einzelne Mensch, würde ich sagen, als Medium. Nicht nur der Begriff der Lebenskraft und der Einheit des menschlichen Lebens offenbart Virchows Nähe zu naturphilosophischem Denken, wie wir gesehen haben. Auch das Mikrokosmos-Makrokosmos-Modell, die Vorstellung, dass der Mensch als kleine Welt, Mikrokosmos, alle Dinge der großen Welt, Makrokosmos in sich trage und mit diesen korrespondiere, ist bei Virchow wieder zu entdecken. Im Begriff des Organismus als Zellenstaat zeigt sich sogar eine Verdoppelung dieses Modells, denn wie sich die einzelne Zelle zum Organismus als Zellenstaat verhält, so verhält sich der einzelne Organismus zur menschlichen Gesellschaft, zum Staat. Das menschliche Individuum, sein Organismus, ist in diesem Konstrukt gleichermaßen Mikrokosmos und Makrokosmos zugleich. Gegenüber der Einzelzelle ist der Organismus ein Makrokosmos, gegenüber dem Staat, Gesellschaft, ist er ein Mikrokosmos. Die zentrale Bedeutung des Organismus, wir können auch sagen, des einzelnen Menschen als Lebewesen, wird in dieser Systematik klar. Im Mittelpunkt von Virchows Denken steht der Mensch und insbesondere der kranke Mensch.
und nicht eben die Zelle auf der einen oder die Gesellschaft auf der anderen Seite, zwischen denen das Individuum zerrieben würde. Er, der Mensch, ist das Medium, um den Virchows Naturforschung ebenso kreist wie seine sozialmedizinischen und gesellschaftspolitischen Initiativen. Die Medizin, sagt er, ist die Wissenschaft von dem gesunden und kranken Menschen und die Medizin ist in ihrem innersten Kern und Wesen nach eine soziale Wissenschaft. Also diese Geschichte mit Mikrokosmos, Makrokosmos habe ich mir jetzt zurechtgelegt. Das ist nicht die Redeweise von Virchow, aber ich denke, dass auch hier, gerade wenn er so oft Paracelsus zitiert, hier etwas dran ist sozusagen, dass man ihm diese Konstruktion durchaus unterstellen kann. Doch wie begründet Virchow das Soziale im Einzelnen? Entwickelt eine systematische Argumentation. Einerseits löst er die Einheit des Organismus in die vitale Einheit der Zelle auf, andererseits stellt der Organismus aber mehr als nur eine Summe vitaler Einheiten dar. Er entwirft das Modell einer sozialen Organisation auf arbeitsteiliger Grundlage, könnte man sagen, der die Gleichheit selbstständiger Zellen akzeptiert, sodass das Individuum einen Organismus sozialer Art darstellt, Zitat, wo eine Masse von einzelnen Existenzen aufeinander angewiesen ist, jedoch so, dass jedes Element für sich eine besondere Tätigkeit hat und dass jedes, wenn es auch Anregungen von anderen Teilen her empfängt, doch die eigentliche Leistung von sich selbst ausgehen lässt. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Vorstellung, dass nicht alle gleich sind, aber alle aufeinander angewiesen sind und letztendlich die Tätigkeit von sich selbst her organisieren oder gehen lassen, ausgehen lassen. Insofern laufe die Einrichtung eines Individuums immer auf eine Art gesellschaftlicher Einrichtung hinaus. Virchow benutzte verschiedene Ausdrücke, um die Sozialität des Organismus zu verdeutlichen, zum Beispiel gesellschaftlicher oder genossenschaftlicher, sozialer Zellenverband, der Organismus als Föderation, als gesellschaftliche Einheit und so weiter. Bereits 1855 bedeutet für Virchow der lebende Organismus ein freier Staat gleichberechtigter, wenn auch nicht gleichbegabter Einzelwesen, der zusammenhält, weil die Einzelnen aufeinander angewiesen sind. Was das Individuum im Großen, sei die Zelle im Kleinen. Aber dieser Zellenstaat bildet nicht, wie im Sinne der humoralen und solidaren Schulen, eine despotische oder oligarchische Einheit. Virchows Rede vom Zellenstaat darf also nicht im Sinne des Biologismus und Sozialdarwinismus, der sich Ende des 19. Jahrhunderts breit machte, missverstanden werden. So wehrt er sich gegen die Position seines Schülers Ernst Haeckel, der Virchows Rede vom Zellenstaat nicht als eine Analogie oder Metapher begreifen wollte, sondern als wissenschaftliche Tatsache. Behauptete, Haeckel sprach von Zellenmonarchien beim Tiger und Zellenrepubliken bei der Pflanze und postulierte sogar eine Theorie der Zellseele als Fundament, wie er meinte, der empirischen Psychologie. Virchow wies 1876 diese Auffassung entschieden zurück und geißelte sie in einem öffentlichen Vortrag als ein bloßes Spiel mit Worten. Was Haeckel entschieden und wiederum und voller Eifer für seine Mission zurückwies. Virchow misstraute dem Sozialdarwinismus, der ja nicht die Einzelexistenz Zelle Bürger anvisierte, sondern vor allem den Körper, den Volkskörper, der sich nach innen gegen Volksschädlinge und nach außen gegen feindliche Völker zu wehren hatte. Gegen solche Anschauungen, möchte ich mal so pauschal sagen, war Virchow immun. Nun, was können wir von Virchow in diesem Zusammenhang lernen? Vor allem den Blick auf den einzelnen Menschen und seine zentrale Bedeutung als Medium, als Vermittler, als Bindeglied zwischen der sozialen Welt draußen, Makrokosmos, wie ich gesagt habe, und der biologischen Welt der Zellen drinnen, Mikrokosmos. Auch hier ist das Erbe der Naturphilosophie unverkennbar. Weder die Einzelzelle auf der einen, noch die Gesellschaft oder der Staat auf der anderen Seite sind der springende Punkt, um den sich das menschliche Leben dreht, sondern es ist der lebendige Organismus des Individuums. Diese medizinische Anthropologie, wie sie Virchow systematisch begründet hat, wird heute weitgehend ignoriert. Die Frage nach Bedeutung und Aufgabe des Individuums
für eine demokratische Gesellschaft hat scheinbar nichts mehr mit Medizin zu tun. Die Kunst der heutigen Gesundheitsökonomie oder evidenzbasierten Medizin besteht ja gerade darin, die am einzelnen Subjekt ausgerichtete medizinische Anthropologie mit statistischen Methoden zu überwinden. Es geht ja um Allgemeingültiges, nicht mehr um die Besonderheit des Einzelnen. Und Virchows Begriff der Freiheit und die damit assoziierten Begriffe Demokratie, Wohlstand und Humanität sind heute so aktuell wie damals. Allerdings, würde ich selbstkritisch sagen, nicht in der Medizin. Vielleicht könnte man sagen, fehlt der heutigen Biomedizin an Virchow, der für sie eine anthropologische und damit auch eine soziale Begründung einfordern könnte. Kommen zum dritten Punkt, Bildung mit ihren Töchtern, Freiheit und Wohlstand, das soziale Credo. Wir können hier nicht der Frage nachgehen, inwieweit Analogien oder Metaphern aus dem Sozialleben bei Virchow tatsächlich auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien selbst eingewirkt haben. Es gibt einschlägige Studien, die das ja darlegen. Vieles spricht dafür, dass seine sozialpolitische Einstellung eine heuristische Funktion für seine Forschungen hatte. Vielleicht können wir sagen, Virchow hing weniger einem Biologismus des Sozialen an, was ja das Übliche war, Ende des 19. Jahrhunderts, als vielmehr einem Soziologismus des Biologischen. So prägte er die markante Formel, das Ich des Philosophen ist erst eine Folge von dem Wir des Biologen. Allerdings bildeten nicht Staat, Gesellschaft, Volk oder Rasse die grundlegende Einheit, sondern die Analogie Zelle, Bürger. Sie sind die Elemente des biologischen und sozialen Lebens. Deshalb kritisierte Virchow die statistische Bewertung auch von Therapiemethoden, da es der Arzt in seiner Praxis mit einzelnen kranken Menschen zu tun habe. Im Grunde ist das ein sehr revolutionärer Gedanke, der einiges in Unruhe versetzen würde, wenn er denn diskutiert würde in der Forschungslandschaft, die wir heute haben. Virchows wirkmächtigste Schrift als Sozialmediziner, das kennen Sie, waren seine Mitteilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhusepidemie aus dem Jahre 1848. Die Seuche konnte wegen Hunger, Kälte und der geringen Bildung der Bevölkerung grassieren. Angesichts des Massenelends meinte Virchow auf die Frage nach der Vorbeugung künftiger Seuchen sei die logische Antwort sehr leicht und einfach: Bildung mit ihren Töchtern, Freiheit und Wohlstand. Und das ist ein sehr bekannter Satz von ihm. Der Medizin könne es nicht mehr nur um die Behandlung des einzelnen Typhuskranken gehen, Zitat, nein, die Kultur von 1,5 Millionen unserer Mitbürger, die sich auf der untersten Stufe moralischer und physischer Gesundheit befinden, ist unsere Aufgabe geworden. Die Kultur ist unsere Aufgabe geworden. Das ist hier so den Akzent, den er darauf setzt. Unter dem Eindruck der Märzrevolution, an der sich Virchow bekanntermaßen beteiligte, bekräftigte er seine These von der Medizin als einer sozialen Wissenschaft, deren Aufgabe eine größere, eine allgemeinere sein werde. Da wurde es offenbar, dass der praktischen Anthropologen, der Männer von Herz und Kopf, unter den Ärzten mehr waren, als wir gehofft haben. Überall, wo die Sache des Volkes war, standen auch Ärzte unter den hervorragenden Führern. Überall, wo es galt, die ewigen Gesetze der Menschheit, die heiligen Rechte des Geschlechts zu wahren, da hielten Ärzte den ersten Stoß aus. Also dieser revolutionäre Impuls dieser Zeit. Das Scheitern der Revolution war für Virchow in einer psychischen Epidemie begründet. Psychischen Epidemie. Es ist sehr bemerkenswert, dass er bereits 1848 diesen Begriff benutzte, Jahrzehnte vor der Etablierung von Hypnotismus, Suggestionslehre und Bakteriologie, auf die sich etwa ein Le Bon in seinem Hauptwerk Psychologie der Massen von 1895 stützen konnte. Der hat nämlich auch diese psychische Epidemie als Begriff ja letztlich dann eingeführt. Das Krankheitsbild bestehe bei der Gesellschaft wie beim Einzelnen in der Autoritätsgläubigkeit, der Hemmung der Gehirntätigkeit. Suggestionslehre. Zitat, wie aber bei dem einzelnen Individuum die psychische Erkrankung mit einem melancholischen Stadium beginnt,
dann gewöhnlich zu einem furibunden fortschreitet, in ein depressives übergeht, so ist es auch mit unserer Volkskrankheit gegangen. Wir befinden uns naturwissenschaftlich richtig in dem depressiven Stadium. Zitat Ende. Im Aufsatz Die Seuche von 1849 schrieb er, die künstlichen Seuchen, damit meint er die kulturbedingten, vom Menschen verursachten Seuchen, sind leibliche oder geistige, denn auch die Geisteskrankheiten treten epidemisch auf und reißen ganze Völker in eine wahnsinnige Bewegung. Ich halte diesen Zitat für außerordentlich bemerkenswert, denn Nietzsche hat in dem Falle nicht vorgedacht, sondern wahrscheinlich nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar bei Virchow Anleihen macht. Der Nietzsche hat dann in Gut und Böse 1886 geschrieben, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern die Regel. Was können wir von Virchow lernen? Nun, wieder die Hausaufgabe. Wer die heutige Universitätsmedizin kennt, weiß, dass sehr viel über Qualitätssicherung, Abrechnungsmodelle der Fallpauschalen, das strukturelle Defizit der Universitätskliniker, die leistungsorientierte Mittelvergabe und so weiter und so fort diskutiert wird. Weniger jedoch über Armut und Elend als Krankheitsursachen. Überhaupt scheint der Begriff der Armut völlig irrelevant geworden zu sein, da wir ja angeblich in einem funktionierenden Sozialstaat leben. Die Realität sieht für viele Menschen jedoch bedrückend aus. Müssten sich nicht die Ärzte an den Hochschulen angesichts aktueller Missstände stärker und entschiedener der praktischen Gesundheitspolitik, insbesondere Sozialmedizin und Sozialhygiene, zuwenden, sich doch tatkräftig einmischen? Sind wir nicht wirklich an dem Punkt, wo man tatsächlich wieder sich engagieren müsste als Arzt, als Hochschulmediziner, wo immer man steht im Gesundheitswesen? Sicher sind Bildung, Freiheit und Wohlstand historisch zu relativieren, aber es wäre vermessen zu behaupten, diese seien heute so gesichert gegeben, dass wir uns darum nicht mehr kümmern müssten. Schlimme Verhältnisse im kulturellen Leben und im Gesundheitswesen untersuchen, entsprechende Erkenntnisse öffentlich machen und für eine Verbesserung der krankmachenden Zustände eventuell auf die Barrikaden gehen, das könnten wir von Virchow lernen. Kommen wir zum vierten Punkt, Wissbegierde als Anfang des Forschens, die Aneignung des Fremden, möchte ich mal sagen. Aus dem Blickwinkel einer sozialen Medizin unterstrich Virchow, wie soeben dargestellt, die fundamentale Bedeutung der Bildung für eine demokratische und humane Gesellschaft. Das ist auch so was. Bildung wird heute nur noch diskutiert als Aufstiegschancen, Verdienstmöglichkeiten. Ihr müsst einen möglichst hohen Abschluss, dann könnt ihr bessere Berufschancen und so weiter. Aber es geht hier um das Humane, um die Freiheit, um die Demokratie. Aus dem Blickwinkel von Wissenschaft und Naturforschung aber ging Virchow noch einen Schritt weiter, um auf die entscheidende subjektive Voraussetzung hinzuweisen, nämlich die Lust am Lernen. Ich finde es außerordentlich schön, Lust am Lernen. Wie er in seiner Rektoratsrede von 1892 sagte, sei die wahre akademische Freiheit die Lernfreiheit. Zitat, zur Ausübung dieser Freiheit gehört vor allen Dingen Lust am Lernen. Unlust an Lernen und Lernfreiheit sind widerstreitende Begriffe. Dabei sei das Ziel des Universitätsstudiums allgemeine wissenschaftliche und ethische Bildung und volle Kenntnis der Fachwissenschaft. Im Grunde Allgemeinbildung und Fachausbildung. Aus der Lust am Lernen entwickle sich die Wissbegierde, Zitat, mit ihr ist zugleich der Anfang des Forschens gegeben. Virchow fragt in diesem Zusammenhang nach dem einigenden Band, welches alle die verschiedenen Richtungen der gelehrten Bildung zusammenhält, nachdem die alten Sprachen dieses Band nicht mehr herstellen konnten, also nachdem das alte humanistische Bildungsideal untergegangen war. Seine Antwort, es sei nur zu finden in jener goldenen Trias von Mathematik, Philosophie und Naturwissenschaften, auf deren Entwicklung die gesamte abendländische Kultur beruht. Sie hätten einen so reichen Inhalt, dass sie die Wissbegierde immer von neuem reizen und würden den jungen Geistern, das heißt den Gymnasiasten, eine so sichere Vorbildung gewähren, dass er in jeder Fakultät sich mit einiger Leichtigkeit heimisch machen kann. Also Mathematik, Philosophie, Naturwissenschaft.
Die Wissbegierde solle schon beim Kind zu einer Betrachtung der genetischen und kausalen Verhältnisse angeleitet und die Aufmerksamkeit auf das historische Geschehen gelenkt werden. Historisches Geschehen hier hervorgehoben. In diesen Postulaten zeigte Virchow sicherlich auch die Sprengkraft seiner eigenen Wissbegierde auf, die ihn fest verankert in seiner Pathologie auf unterschiedliche Felder der Wissenschaft und Gesundheitspolitik getrieben hat. Nun, Wolfgang Jakob rückte in seiner eingangs erwähnten Schrift Virchows Anschauung von der Einheit des menschlichen Wesens in den Mittelpunkt seiner Interpretation und verwies insbesondere auf die fünf Aufsätze von 1849, der Mensch, das Leben, die Medizin, die Krankheit, die Seuche. Die letzte hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Diese Artikel wurden unter dem Titel Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen Medizin veröffentlicht und enthalten in Nutze bereits Virchows gesamtes Forschungsprogramm. Von dieser Grundlage ausgehend erblickte Jakob in der weiteren Entwicklung Virchows eine Aufspaltung des Gegenstands in die physische Anthropologie, Kraniologie, Ethnologie, Deszendenzlehre, die Archäologie, insbesondere die Verbindung zu Schliemann, die öffentliche Gesundheitspflege, also Gesundheitspolitik, Kanalisation Berlins, Krankenhausreform und so weiter, und schließlich die Politik, die Reform versus Revolution, die die Lebensrechte des Einzelnen nach der Maxime Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle im Blick hat. Aber wenn hier von Aufspaltung die Rede ist, es ist keine Abtrennung, sondern das Ausgreifen auf andere Felder der Wissenschaft und Politik außerhalb der Institutsmauern, eine Aneignung fachfremder Gegenstände und Aufgaben. Dabei war Virchow kein Eskapist, er war und blieb seinem Bildungsideal treu und er wiederholt dann immer wieder Homer, Aristoteles, Herodot, Platon, ja, das ist für ihn also nach wie vor so die Sterne der abendländischen Wissenschaftsgeschichte. Wenn der Mensch im Mittelpunkt seines physiologischen bzw. pathologischen Denkens stand, so stand die subjektive Wissbegierde im Mittelpunkt seines geistigen Lebens als Wissenschaftler und Naturforscher. Nun, wieder die Frage, was können wir davon lernen? Ich meine zunächst die unbefangene Hinwendung zum Fremden, zu fremden Epochen der Kulturgeschichte, zu fremden Weltregionen, zu fremden wissenschaftlichen Disziplinen und ihren Vertretern. Forschen bedeutet dann ein geistiges Sich-Aneignung fremder, zunächst fremder Gegenstände. Virchow blickte neugierig in diese verschiedenen Welten und Kulturen. Er war ein Curiosus Naturae, ein Naturforscher, seit 1852 Mitglied der Leopoldina, die sich früher einmal Academia Curiosorum Naturae nannte. Virchow gehörte einer Generation von Ärzten und Naturforschern an, die trotz oder gerade wegen ihrer Hinwendung zur modernen Naturwissenschaft Goethes Naturauffassung verehrten und sich somit selbstverständlich auch auf Literatur, Kunst und Philosophie bezogen. Virchows Vorlesung Goethe als Naturforscher und in besonderer Beziehung auf Schiller von 1861 illustriert dies eindrucksvoll. Die Begegnung der beiden interpretierte er als eine beglückende Versöhnung von Idealismus und Realismus, Philosophie und Naturwissenschaft in der ästhetischen Entwicklung des Individuums. Also das bedeutet für ihn diese Kombination Goethe-Schiller. Nun, wo stehen wir heute? In der Biomedizin und mit ihrem Paradigma der molekularen Medizin findet eine flächendeckende Erfassung und Verrechnung mit Hilfe der IT-Methoden statt. Also die Rechenleistungen werden immer gigantischer und entsprechend auch die Forschungsaktivitäten. Ich will das nicht vertiefen, es gibt jetzt prospektive Studien, die 25 Jahre lang 30.000 Menschen screenen in aller möglichen Hinsicht und so weiter und so fort. Das sind im Grunde Rechnungen, die hier gigantische Rechnungen, die hier, wo die hier geschaffen werden und Dateien, die hier entstehen. Um es nun pathetisch auszudrücken, die Trias Mensch, Natur, Gott, die in der frühen Neuzeit in Medizin und Naturforschung allenthalben durchdekliniert wurde, insbesondere Paracelsus, ist endgültig eingeebnet. Der Begriff des Sozialen ist
zerronnen. Also wir haben heute, meine ich, in der Medizin keinen richtigen Begriff des Sozialen. Ich habe hier eine Anekdote. Vor einigen Jahren wurde die Psychiatrie, die Professur für Sozialpsychiatrie umgewandelt in eine Professur für molekulare Psychiatrie. Dann habe ich den Fachvertreter ein bisschen suffisant gefragt, ja, spielt die Gesellschaft keine Rolle mehr, brauchen wir nicht Sozialpsychiatrie? Und dann grinste er etwas suffisant zurück und sagte, naja, die Gesellschaft geht auch über das Gehirn und deshalb muss das Gehirn erforscht werden. Also, das war also die Antwort. Nun, so wichtig zum Beispiel die medizinische Epidemiologie auch sein mag, sie kann nicht die politische Reflexion über Krankheitsursachen und Gesundheitswesen ersetzen. Es wird viel von Global Health und Globalisierung geredet, wo aber finden denn transdisziplinäre Gesprächsformen und kulturvergleichende Studien statt? Nun, ich möchte hier jetzt Frankfurt oder ausnehmen. Wie steht es mit dem Verständnis der Kultur, die Virchow noch mit C schrieb? Wo unterhält sich ein Biomediziner oder sonstiger Naturwissenschaftler mit vollem wissenschaftlichen Engagement mit einem Archäologen oder Assyrologen oder Japanologen und vice versa? Das findet, soweit ich sehe, nicht statt und ich glaube, da können wir bei Virchow einiges lernen. Kommen wir nun zum fünften und letzten Punkt. Das Denken ohne Autorität, der politische Auftrag der Naturwissenschaft. Christian André hat wie kein anderer Autor, meine ich, Virchows Ethos in all seinen Facetten herausgearbeitet. In seiner Virchow-Studie von 2002 schrieb er, ich darf das etwas ausführlicher zitieren, im Zentrum steht das Humane als Richtschnur und Fluchtpunkt aller sittlichen Positionen Virchows und als Schlüsselbegriff, sei es seiner politischen oder wissenschaftlichen, seiner ärztlichen, religiösen oder kulturtheoretischen Haltung. Dementsprechend besteht das Entwicklungsgesetz der menschlichen Kultur nach seiner Auffassung wesentlich in dem langen Kampf des Menschen gegen das Unmenschliche. Das Humane steht für Virchow in symbiotisch enger Beziehung mit der Bildung des Menschen. Sie ist Voraussetzung für das Wohlsein aller. Sie ist das Hauptmittel der Demokratie. Fehlt sie, so kommt es beim Einzelnen zu Straffälligkeit, gesamtgesellschaftlich zu Krieg und sozialem Elend. Und André unterstrich in diesem Zusammenhang die Aktualität des virchowschen Denkens, Zitat, Pädagogik und Psychologie statt Strafe und Anthropologie statt Politik. Das sind Positionen, an deren Umsetzung auch unsere heutige Zeit noch zu arbeiten hat. Zitat Ende. Virchow formulierte seine Erkenntnisse und Forderungen stets unmissverständlich und schnörkellos. Er bewegte sich außerhalb des Elfenbeinturms. Insofern war bei ihm die Sphäre der Wissenschaft nicht zu trennen von der Sphäre der Öffentlichkeit und damit der Politik. Er betrieb systematisch so etwas, was wir heute mit dem Modebegriff der Politik- und Gesellschaftsberatung bezeichnen könnten. Freilich war Virchow ein Kind seiner Zeit, wie wir Kinder der unsrigen sind. Seinem Beispiel können wir das Dilemma einer sich politisch verstehenden Wissenschaft studieren. Sie will einerseits im Namen der wissenschaftlichen Wahrheit aufklären und zum Wohle der Menschheit agieren und ist andererseits etwa in Form der Universität zugleich als Teil der Gesellschaft, als staatliche Einrichtung bestimmten ökonomischen und ideologischen Mustern unterworfen. So schlug Virchow in seiner Rede über die nationale Entwicklung und Bedeutung der Naturwissenschaften, die er 1865 auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte hielt, deutsch-nationale Töne an, die gegen den Katholizismus, das alte römische Denken, das steife französische Wesen gerichtet waren, die jedoch in ihrem Affekt gegen die Karlsbader Beschlüsse durchaus verständlich sind. Er hob dabei den besonderen Charakter der deutschen Wissenschaft hervor. Es ist die Wissenschaft für uns Religion geworden. Und in dieser wahrhaft religiösen Treue der Naturwissenschaft haben sich auch die Naturforscher mehr und mehr gerüstet für die Treue gegen das Gesetz. Die Naturwissenschaft hat ein großes Stück mitgearbeitet an der sittlichen Befreiung unseres Volkes. Wenn man dieses Zitat nimmt, das ist leicht missverständlich. Man könnte meinen, er würde Haeckel recht geben und den Monisten. Das ist aber nicht der Fall. Sondern er ist hier, hat vielleicht etwas überzeichnet, aber seine Blickrichtung geht nicht auf die Nation primär, sondern auf die Entwicklung des Einzelnen in der Gemeinschaft.
Und er, ich kann das nur unterstreichen, er war kein Anhänger des Monismus, wollte nicht per se dogmatisch Religion durch die Naturwissenschaft ersetzen, sondern ihm geht es wirklich um die Entwicklung der Autonomie des Einzelnen. Mit dieser Befreiung meinte Virchow das Denken ohne Autorität. Dieses Denken ist es, welches hoffentlich, sagt er, unter der immer weiteren Kräftigung der Naturwissenschaften die Grundlage der Gestaltung des ganzen deutschen Lebens werden soll. Die Naturforscher seien eben nicht, wie die Staatsmänner unserer Tage immer noch annehmen, gewissermaßen nutzbare Haustiere, vielmehr seien sie mit dazu aufgerufen, den eigentlichen Urgeist deutscher Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zutage treten zu lassen. Also, ich finde das sehr, sehr wichtig, was er damit bezeichnet, Denken ohne Autorität. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und da unterscheidet er sicher sich von einigen anderen, wie etwa Haeckel. Nun, was könnten wir hier lernen? Nun, vielleicht können wir lernen, dass eine humane Gesellschaft nur verwirklicht werden kann, wenn die Wissenschaftler und allen voran die Naturwissenschaftler ihre Forschungen und Erkenntnisse in der Öffentlichkeit propagieren und in einer Weise so allgemein verständlich vermitteln, dass sie zur Bildung und damit zu Wohlstand und Freiheit im Sinne von Virchow aller beitragen. Dies setzt neben einem pädagogischen Eros eine gewisse humanistische Bildung sowie eine rhetorische und literarische Kunstfertigkeit der Wissenschaftler voraus. Wer heutige Fachkongresse mit perfekten PowerPoint-Präsentationen und den eingeschliffenen Wortkaskaden kennt, merkt sofort den Unterschied. Bei Virchow handelt es sich nicht um die Soft Skills, die wir heute kennen, oder um optimales Marketing, um das eigene Produkt zu betreiben. Wir haben ja heute, wenn ich das mal so sagen darf, oft den Eindruck, dass Wissenschaftler, die ja um Ressourcen kämpfen, möglichst überzeugend tun, dafür müssen, wie toll ihr Produkt ist und wie viel Geld gespart werden kann oder verdient werden kann und so weiter. Das ist eine Tendenz, die ich, als ich in die Universität kam, noch nicht so bemerkt habe, die jetzt aber in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, zunehmend stärker wird. Die Scientific Entrepreneur, wissenschaftlicher Unternehmer, das ist ein Topos, der in unserer Universitätsgesellschaft sogar in der Satzung drinsteht. Mhm. Tja, Virchow hatte das Gemeinwesen, die soziale Frage im Blick, die notwendige Umgestaltung der Gesellschaft in friedlicher und humaner Weise, wie er schreibt. Und der markante Schlusssatz der Schrift, die Not im Spessart von 1852, lautet, und das ist einer der berühmtesten Sätze, die Sie alle kennen, Bildung, Wohlstand und Freiheit sind die einzigen Garantien für die dauerhafte Gesundheit eines Volkes. Insofern ermutigt Virchows Beispiel alle, die wissenschaftlich an Universitäten oder anderswo arbeiten, auf politischem Feld Partei zu ergreifen, ohne in bloßer Partei Politik zu versanden. Vielleicht noch etwas, die Not im Spessart, ich habe das vor kurzem zum ersten Mal gelesen, es ist atemberaubend, was er da an Erlebnissen hat. Die fahren einfach durch den Spessart, besuchen Bauernhäuser, sehen schreckliche Dinge und das notiert er. Und dazu kommt kulturhistorische Bemerkungen. Also ich finde das hochspannend. Und von daher kommt dieser Aufschrei. Das ist kein schön geistiger Erguss am Schreibtisch, sondern das ist erlebte Wirklichkeit, wenn er sagt, Bildung, Wohlstand und Freiheit müssen, sind die Voraussetzungen für die Gesundheit eines Volkes. Als Universitätsangehöriger stelle ich seit vielen Jahren fest, dass mit Spezialisierung, Ökonomisierung und Modularisierung die Vereinzelung der Wissenschaftler, einmal abgesehen von den Studierenden, stetig voranschreitet und die Entpolitisierung, könnte man sagen, immer stärker um sich greift. Entpolitisierung im Sinne davon, dass man das Ganze eigentlich nicht mehr sieht. Wozu betreiben wir Universität, wozu arbeiten wir? Die Vorstellung, dass die Universitäten eine besondere Aufgabe für das demokratische Gemeinwesen zu erfüllen und Wissenschaftler die Nöte einer kranken Gesellschaft ins Auge zu fassen haben, mag als unzeitgemäße Nostalgie erscheinen.
Aber diese Vorstellung ist nach meiner Überzeugung heute noch genauso aktuell wie zu Virchows Zeiten. Nun, zum Schluss darf ich Ihnen, lieber André, nochmals herzlich zu Ihrem nachträglich, ja, zu Ihrem nächsten 75. Geburtstag gratulieren und Ihnen auch für die Zukunft viel Schaffenskraft und Lebensfreude wünschen. Diesseits und jenseits von Rudolf Virchow und der noch zu vollendenden Gesamtausgabe. Ein Virchow-Biograf schrieb einmal, Sie waren es nicht, Rudolf Virchow liegt in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts wie ein großer Felsbrocken, der auch seines Gewichts und seiner Sperrigkeit gehörigen Respekt einjagt. Niemand könnte wohl davon, wird wahrscheinlich vermutlich ein trefflicheres oder treffenderes Lied singen als Sie. Herausgeber von Werken großer Persönlichkeiten erleiden oft das Schicksal, dass sie in deren Schatten stehen. Falls das auch bei Ihnen, lieber André, der Fall sein sollte, können Sie sich damit trösten, dass es einem Sohn von Rudolf Virchow wohl genauso ergangen ist, nämlich Hans Virchow. Vorhin haben wir das Buch gesehen. Es ist das einzige Mal hier, dass ich von anderen Hans Virchow erwähnt hörte. Hans Virchow war ja Anatom und Anthropologe, lehrte eben als außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und war wie sein Vater auch Mitglied der Leopoldina. Er ist heute fast völlig vergessen. Und spaßeshalber frage ich immer wieder einmal Fachkollegen, also Medizinhistoriker, auch Pathologen, ob sie schon einmal etwas von Hans Virchow gehört hätten. Regelmäßig kommt dann die prompte, empörte Antwort, der heißt auch Rudolf. Ich darf Ihnen nun die vor einem halben Jahr publizierte Dissertation meines Doktoranden Nikolaus Mouchon überreichen. Hans Virchow, 1852 bis 1940, Leben und Werk eines Anatomen und Anthropologen. Es ist mir bis heute schleierhaft, wie der Doktorand auf dieses Thema gekommen ist, dass er sich selbst gestellt und mit äußerster Energie und Akribie bearbeitet hat. Und es ist auch gedruckt, dass diese Arbeit für den heutigen Tag nützlich sein würde, konnten wir nicht ahnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sind gut in der Zeit und deswegen erlauben wir uns jetzt, glaube ich, einfach mal eine kleine Comfort Break, wie die Engländer sagen. Eine kleine kurze Pause. Ich läute dann kurz vor 12 wieder zum nächsten Vortrag. Sehr schön. Weiter Zeit. Ja, super.